Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir oder mit euch so einen Fahrradunterstand bauen. Dieser Fahrradunterstand ist in Zusammenarbeit mit der Firma Wolfkraft entstanden. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's los und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und wie du sehen kannst, kommt hier so einiges an Material zusammen. Ich werde euch das ganze Material für diesen Fahrradunterstand unten in der Videobeschreibung verlinken. Natürlich kannst du das Ganze auch etwas breiter oder tiefer bauen. Dementsprechend musst du dann die Materialliste anpassen. Wir fangen nun als erstes mit unseren Kanthölzern an. Die müssen wir nämlich jetzt bearbeiten. Und das machen wir mit einer Feinschnittsäge, besser gesagt mit einer japanischen Zugsäge. Unser Grundgerüst besteht letztendlich aus 4 Pfosten. Diese 4 Pfosten könnt ihr natürlich auch erweitern durch 6 oder 8, je nachdem wie breit euer Unterstand werden soll. Die hintersten Pfosten müssen ein Gefälle bekommen bzw. dementsprechend gekürzt werden, damit das Dach nachher auch schräg aufliegt. Ich habe jetzt hier bei einer Pfostenlänge von 2 Metern etwa, habe ich mir 20 cm angezeichnet und hier eine Neigung von 10 Grad. Das ist unser Gefälle nachher. Ihr solltet Minimum 7 Grad Gefälle einplanen. Zu wenig, da ist die Gefahr groß, dass das Wasser nachher auf dem Dach stehen bleibt. Und auch hier, Übung macht den Meister, wenn nicht exakt gerade sägt oder das Ganze mal so ein bisschen schief ist, das fällt nachher nicht so wirklich auf. Ihr könnt zu Hilfe auch ein Stecheisen nehmen und das Ganze dann nacharbeiten. Nun haben wir unsere jeweils 4 Pfosten zugeschnitten. Im hinteren Bereich haben die Pfosten eine Höhe von etwa 1,80 Meter, im vorderen Bereich von 2 Meter, jeweils mit einem 10-Grad-Schnitt versehen. Zusätzlich haben wir die Eckpunkte nochmal mit einer Ecküberblattung versehen. Dies könnt ihr auch mit der Feinschnittsäge zusägen. Ihr könnt natürlich auch hier sagen, ich mache jetzt einen kleinen Überstand von etwa 20-30 cm. Dann lasst ihr einfach den Eckpfosten oder beziehungsweise den Querpfosten weiter nach vorne rüberstehen und dann habt ihr eine Kreuzüberblattung anstatt einer Ecküberblattung. Diese Ecküberblattung könnt ihr jetzt verleimen und zusätzlich verschrauben oder mit einer Schlossschraube fixieren. Hierfür markiere ich mir einfach die Mitte, bohre mit einem Fosnerbohrer ein 12 mm tiefes Loch hindurch und versehe das Ganze dann mit einer Schlossschraube. Und um das Ganze jetzt richtig im Boden zu verankern, nehmen wir Einschlaghülsen. Die könnt ihr problemlos mit einem großen Hammer und ein Stück Holzklotz ins Erdreich einschlagen. Und dank der Einschlaghülsen eignen sich eigentlich ideal für Mietobjekte, denn ihr könnt sowas schnell wieder entfernen. Für diejenigen, die vielleicht ein Eigentum haben, empfiehlt sich hier eventuell ein Fundament zu gießen. Um den Unterstand richtig auszurichten, könnt ihr das Ganze mit einer Schnur machen oder wie wir jetzt hier, wir haben uns einfach Dachlatten genommen, die mit einem Winkel ausgerichtet, das Ganze mit einer Klemmzwinge fixiert und jetzt haben wir unsere 1, 2, 3 Eckpunkte und so bekommt die Hütte oder der Dachunterstand auch einen richtigen 90 Grad Winkel. Und hier nochmal ein kleiner Tipp von mir. Ihr könnt natürlich jetzt hier ein Stück Restholz nehmen von den Kantholz 80x80, aber die Hülsen, die sind meistens so leicht verformt. Das heißt, wenn ihr jetzt diesen Klotz nehmen würdet als Schablone oder zum Einschlagen, als Hilfe, kann es sein, dass ihr den später dann nicht mehr rausbekommt. Deswegen empfiehlt sich das hier, einfach ein kleineres Stück Holz zu nehmen und damit dann die Einschlaghülse in den Boden zu rammen. Und damit die ganze Konstruktion auch in Waage ist, beziehungsweise in Lot, habe ich mir zu Hilfe wieder eine Dachlatte genommen, die an Oberkante Einschlaghülse festgezwingt und an der anderen Einschlaghülse auch festgezwingt. Und nun könnt ihr das Ganze mit einer Wasserwaage kontrollieren und somit in Lot bringen. Durchaus kann es mal sein, dass der Pfosten nicht richtig in die Einschlaghülse hineingerät, beziehungsweise unten ein bisschen Luft entsteht. Dann funktioniert natürlich das Prinzip mit der Dachlatte nicht mehr. Dann müsst ihr die Dachlatte weiter oben ansetzen und dann könnt ihr das Ganze somit auch im Lot dann ausrichten. Um die Einschlaghülse mit dem Pfosten zu verbinden, nehme ich solche Sechskantschrauben. Hierfür bohre ich das Ganze mit einem Holzbohrer vor und schraube das Ganze damit einen Schraubenschlüssel oder Maulschlüssel fest. Nachdem unser Grundgerüst steht, kümmern wir uns um die Dachkonstruktion. Hierfür verwende ich Dachlatten, die wir einfach quer rüberlegen. Davon habe ich insgesamt 4 Stück und das sind im Grunde unsere Querbalken bzw. unsere Fetten. Darauf kommt dann später das Rauschbund gelegt. Diese 4 habe ich mir angezeichnet und mit 2 Bohrungen versehen. Ganz wichtig ist, dass ihr dafür einen Holzbohrer verwendet, ansonsten reißt das Holz sehr, sehr stark aus. Und diese könnt ihr jetzt ausrichten und bündig mit den Querbalken verschrauben.
und im Anschluss kümmern wir uns um die Seitenteile. Hierfür habe ich ein Brett genommen, was etwa die Breite von 100 mm hat und die Dicke von 18. Dieses Brett ist gehobelt und gefast. Und das Besondere daran ist, es ist besonders schön glatt. Das heißt, die Verletzungsgefahr, dass man dran hängen bleibt oder sich verletzt, ist ziemlich gering. Dieses Brett könnt ihr nun auf Länge sägen bzw. auf Breite. Und dieses könnt ihr mit einer Feinschnittsäge machen. Ihr zeichnet euch ganz einfach mit einem 90-Grad-Winkel den 90-Grad-Winkel an und könnt das Ganze dann auf Länge sägen. Wenn ihr jetzt viele Gartenprojekte habt in nächster Zeit oder wirklich euch für dieses Thema interessiert, kann ich euch diese Kapp- und Gärungssäge empfehlen. Kostet nicht allzu viel und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Die habe ich immer auf Montage mit dabei. Und so eine Säge eignet sich natürlich auch hervorragend für solche Arbeiten. Im Anschluss zeichnen wir uns die Bretter noch an. Das heißt, unsere Pfosten haben eine Dicke von 80 mm. Das heißt, ich zeichne mir hier 40 mm an mit Hilfe des Anschlagwinkels. Und dann bohre ich das Ganze vor. Da gibt es so einen schönen Aufsatz hier von Wolfkraft. Das heißt, ihr bohrt das Holz und senkt es gleichzeitig. Das heißt, ihr habt zwei Arbeitsschritte in einem Grunde und erspart euch eine Menge Arbeit. Dann könnt ihr das Ganze fixieren, mit einer Wasserwaage nochmal ausrichten und als Abstandshalter habe ich hier so ein Stück Dachlatte genommen. Ihr könnt natürlich den Abstand hier nach Geschmack oder Belieben variieren und dann könnt ihr das Ganze festschrauben. Wichtig ist natürlich, was wir gerade getan haben, dass ihr das Ganze vorbohrt. Ansonsten kann es durchaus sein, dass das Holz platzt oder eventuell eine Schraube abreißt und so eine abgerissene Schraube sieht erstmal nicht so schön aus. Zweitens bekommt ihr die ganz schwer raus und drittens kann man sich ganz, ganz böse an so eine abgerissene Schraube verletzen. Und die Schnittkanten könnt ihr wunderbar mit so einem Schleifpad bearbeiten. Somit ist die Verletzungsgefahr bzw. dass ich mir einen Splitter zufüge, ziemlich gering. Nachdem wir die Verblendung ringsherum angeschraubt haben, kümmern wir uns jetzt um den Dachbereich. Und hier nehmen wir ganz normale Rauschbundbretter, das ist einfach eine Fehl und eine Nut. Umgehobelte Bretter, die wir hier oben drauflegen, verschrauben und Stück für Stück aneinander rein. Ich lasse jetzt vorne ungefähr, sagen wir so 30 cm überstehen und hinten 20. Das Besondere an diesen Rauschbundbretter, wie gesagt, die sind halt teilweise sägerau und von der Beschaffenheit, ich sag mal von der Güte her B oder C oder noch schlechter, aber das spielt hier keine Rolle, da später hier entweder eine Dachpappe rüberkommt oder ein Wellblech. Natürlich könnt ihr auch sowas umgehen und gleich eine transparente Doppelstegplatte oder ein transparentes Wellblech hier oben installieren oder festschrauben, je nachdem, was ihr haben möchtet. Und als nächsten Schritt kümmern wir uns um die Dachbeschichtung. Ich verwende jetzt hier als Regenschutz ganz gewöhnliche Dachpappe. Diese könnt ihr ausrollen, mit einem Cuttermesser zuschneiden und dann mit Dachpappennägel und einem Hammer festnageln. Ihr könnt natürlich das Ganze auch kleben. Ich werde das Ganze jetzt einfach nageln. Und ihr wisst ja, Nageln macht süchtig bekanntlich. Ja, und das mache ich jetzt auch. So, 2,50 Meter haben wir gesagt. Damit das Ganze auch so ein bisschen schöner aussieht, machen wir oben noch im Dachbereich eine Blende. Dafür habe ich auch wieder ein gehobeltes Brett genommen, was eine Breite von etwa 170, 180 mm hat. Dieses schneiden wir hier auch wieder auf Länge oder auf Breite zu und können das Ganze dann verschrauben. Um das Holz zu schützen, habe ich eine Holzschutzlasur bzw. eine Grundierung und Holzschutzlasur 2-in-1 von Dupli Color verwendet. Diese gibt es in unterschiedlichen Farbtönen. Wir haben jetzt hier Kiefer. Der Inhalt der Dose beträgt etwa 500 ml und ihr könnt damit eine Fläche von 4 Quadratmetern etwa abdecken. Ich habe jetzt für diesen Fahrradunterstand ungefähr 3 Dosen verwendet. Die Dose solltet ihr vor Gebrauch kräftig schütteln und dann in einen gleichmäßigen Abstand auftragen. Wichtig ist natürlich, Atemschutz und Einweghandschuhe nicht vergessen. Ganz wichtig auch hierbei, der Sprühnebel kann auf eure Haut kommen. Das heißt, deckt eure Haut ab bzw. tragt langärmelige Kleidung. Nachdem ihr das Ganze
grundiert und lasiert habt, würde ich sagen, gebt den Ganzen ungefähr einen Tag Trocknungszeit und dann könnt ihr das Ganze auch verwenden. Ja, und so schnell haben wir unser Fahrradunterstand gebaut. Wir haben in etwa ungefähr 12 bis 15 Stunden dafür benötigt mit zwei Mann. Für Geübte bekommt ihr das garantiert schneller hin. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Ich würde mich über einen Handwerker-Daumen nach oben freuen von dir. Und ich würde sagen, hier sind die nächsten zwei Videos von mir und hier ist der Abo-Button, falls du mich noch nicht abonniert hast. Ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag wieder 19 Uhr, euer Mr. Handwerk auf YouTube. Jetzt trinken wir ein Bierchen, ne?